Hallo Leute, hier sind wir wieder aus dem Aces und heute habe ich ein Deckwrap für euch von meinem derzeitigen Deck, was ich spiele. Es ist halt eigentlich normales Tengu Plant, also wie man es jetzt auch halt nennen mag, mit Splash mit Dino, weil Lage und Dolga ziemlich gut sind. So die zwei. Der macht halt immer plus 1 und das ist wie ein Effektwähler, der auch zerstört, also ziemlich gut. Und das normale Rabbit Deck mag ich nicht, wegen den ganzen normalen Monstern. Gefällt mir einfach nicht. Ja, ich fange mal einfach an. Also, auf jeden Fall mal ein Sangern mit drei Tourguides und einem Tourbus. So, die Karte hat Tourguide noch besser gemacht für mich. Weil zum Beispiel gegen Insektor gab es schon ziemlich, also gab es ein paar Spiele, wo mir der Tourbus einfach Game gebracht hat. Weil ich einfach sein Hornet wieder ins Deck gegeben habe und er einfach kein Hornet hatte und dann einfach seine Kombos nicht machen konnte. In dem Deck ist er noch gut, weil ich Tengus reinmischen kann und den ich dreimal spiele, das ist der Dino Splash. Aber zu dem komme ich später noch mehr dazu. Ja, also Tubas ist sehr gut. Ich mag sie und für mich ist er Pflicht, wenn man Tourguide spielt, sollte man auch Tubas spielen bei dem Meter. Und ja. Das waren halt mal die Tourguides, dann auf jeden Fall mal drei Tengus. Zu dem brauche ich nicht viel sagen. Es ist einfach Tengu. Es ist, man kann es opfern, man kann es synchronisieren, man kann so viel mit ihm machen. Es ist einfach so vielseitig und ja, ist einfach nur gut. Dann halt zwei Wählers. Ich überlege dabei, ob ich, also ich möchte eigentlich drei spielen und habe überlegt, dass ich den Funnekin Kick, den ich einmal spiele. Ich finde, dabei braucht man ihn nicht so sehr, aber wegen Insektor, aber er ist halt auch ziemlich gut gegen diverse andere Decks, deswegen ja, entweder ich spiele einen dritten Wähler, einen Thunderking oder einen Kaius. Den Kaius habe ich jetzt aber rausgegeben, ich habe Kaius getestet. Der lief okay, aber ich mag den halt nicht mehr so, weil zu viele Effektwähler rumlaufen. Da kommt der Thunder King besser oder ein dritter Effektwähler, je nachdem. Dann dazu zu den Zerfall noch 2 Max C. Ich spiele nicht 3 Wähler, 3 Max C, weil ich habe im Deck dann noch 2 Finish Chain und das sollte dann eigentlich genügen. Und wenn mein Gegner halt gut zieht, kann man auch nichts machen. Und ja. Also für mich ist es eigentlich, deswegen überlege ich halt noch einen dritten Wähler zu spielen, aber das ist einfach Geschmackssache und ja. 2 Max C, dann 1 Spirit Reaper, weil noch immer Rabbit gespielt wird, dann halt 3-mal Grabber. Warum ich den spiele? Weil man in dem Deck sowieso Enemy spielt und kommt das natürlich auch gut und weil man ja, man spielt ja eigentlich, und wo sind die Finish Chain? Da spielt man und dabei gibt es ja eigentlich nur wirklich Insektor, Windup und Rabbit. Gegen Rabbit sind sie nicht so gut, aber gegen die anderen zwei Decks sind sie sehr gut, weil der über alles laufen kann. Wenn ich mal, also wenn er mal mit seiner Combo durchstarten will und ich habe einen Wähler in Max C, wird er aufhören. Und ich kann einfach Guaiba spielen und dann rüberrennen und dann lag er Dolka und das sollte dann eigentlich Game sein, weil ja, die Decks ziemlich Probleme haben schon mit sowas und ja. Also Finish den ist sehr gut dabei. Also halt Traguaber. Ich spiele kein Velo, weil ich finde, man braucht ihn nicht. Wenn man halt einmal gebraucht hat, ist halt einer noch im Deck, aber deswegen gibt es ja Turbas und den würde dann wieder reinmischen. Deswegen braucht man kein Velo spielen, den ich schlecht finde außerdem. Und ein BLS, das sollte klar sein. Und dann noch die Blonde Engine. Ja. Und zu guter Letzt der Gortz, der so broken ist. Ja, und zu den Zauberkarten, also mal eigentlich Staple, also ein Pot, ein Sturm, eine Mind Control, ein Dark Hole, ein Book of Moon, was in Ultra draußen ist und ich mir noch besorgen muss, ein Foolish, 2 Enemies, ein Reborn, 2 MST. Das waren die Zauber. Viele euch fragen, warum ich kein 1-to-1, warum ich kein Debris spiele. Ich spiele die Karten deswegen nicht, weil sie zu sehr Max-C anfällig sind und man sie wirklich nicht so braucht und ja, also ich finde sie dabei noch nicht mehr gut. 1-for-1
Ja, und man ist nur gut mit Dandelion, wenn man es hat und der Gegner gibt dir ein Max C, dann ist es mal ein Minus 1 und dann kommt man wieder zurück ins Spiel. Das ist halt nicht so toll. Ja, dann. Oder Minus 2 sogar. Ja, Minus 1. Er hat zu viele Karten und dann liegt halt zwei Tokens und das Synchro-Monster, das Empfänger-Monster einfach nur so da. Ja, wie gesagt, ein Urteil, ein Drop-Touch-Shoot, ein TT, ein Finish Chain und zwei Warnings. Aber ich spiele keine Prism, ich spiele keine BTHs, also nichts von dem ganzen Zeug, weil sie sind einfach gegen Insektos sehr schlecht, weil sie sowieso mit Dragonfly alles zerschießen. Deswegen braucht man das eben nicht. Ein Side-Deck, also es ist eigentlich nur, es ist nichts besonderes Side-Deck halt, nur weil damit ich irgendein Side-Deck habe, also mal King Rabbit, noch ein Reaper, noch ein Thunder King, noch ein Wähler, zwei Lichtschlangen, weil bei uns halt ziemlich viel Impel gespielt wird, dann zwei Bottomless gegen Anti-Decks, Crow gegen Insektor, der dritte MST, zwei Chain Disappearance gegen Insektor, Windup. Zwei Smashing gegen Rabbit und dann noch zwei Decrees, die wahrscheinlich rauskommen und für zwei Prison oder für zwei Banisher reinkommen. Das weiß ich noch nicht. Aber da war die Decrees sind nicht so schlecht und ja, bei uns heute wieder auch ein paar Leute spielen Chainrunner und damit ich das Decree auf das Chainburn Deck habe. Ja, noch zum Extra Deck. Natürlich fragt ihr euch, wie bekommt man alles in ein Extra Deck implant? Da man dann sowieso schon so wenig Platz hat und dann noch ein Lager und ein Teufel reingeben muss, ist ja kaum Platz da. Habe ich mir auch gedacht, aber es ging sich doch aus und das zeige ich euch einfach. Also ein Formula, ein Amiram, ein Hyperlabyrinth, ein Katastro, ein Brynnag, ein Blackross, ein Scrap Dragon, ein Stardust, eine Trishula. Und zu den Exceeds ein Levier, ein Wind-Up Sandman, der einfach broken ist, ein Leviathan, ein Utopia. Und Lage Dolka. Ja, was kann ich. Wie ihr seht, ich spiele kein Orion, ich spiele kein Ancient Fairy. Orion spiele ich nicht, weil ich erstens kein Debris spiele und ich finde, man braucht ihn nicht. Er ist nicht mehr so gut wie damals. Früher war er halt gut, weil so viel Turgid Blank gespielt worden ist und einfach damit man Happy Librarian wegbekommt, ohne Minus zu machen. Oder. Früher wurden halt mehr Synchros gespielt, jetzt endet meistens der Zug mit so mit einem schwarzen Monster und das bringt halt nicht viel. Und Ancient Fairy einfach, weil ich kein Debris spiele und Chimera Tech, weil ich keine Cyber Dragon im Side spiele. Was sich auch wahrscheinlich nicht ändern wird, weil ja, man hat nicht so viel Platz im Side Deck und man kann nicht wirklich was rausgeben. Das ist schon wirklich das Minimum an Synchros, was man haben muss, was man braucht. In einem Blunt-Deck, was er eigentlich sehr auf Synchro spielt. Von daher kann man nicht wirklich viel kicken. Das Einzige, was man kicken könnte, ist halt der Utopia. Aber da man ja noch mit Goiaba noch 4 Sterne Monster hat und Mind Control, dann braucht man den Utopia auch. Von daher, ja. Ich hoffe, das Deck hat euch gefallen. Falls ihr nicht dieses Spiel spielen sollt und alles für das Deck habt, probiert es mal aus. Ihr werdet sehen, es ist ziemlich konstant, es zieht ziemlich gut und ja, das war's von mir und ciao Leute.